Hey, ist das ein Sternchen, was geht? Willkommen zurück zu einem weiteren Teil. Heute mal wieder auf meinem wunderschönen großen Account. Und wenn ihr die letzten beiden Videos gesehen habt, werdet ihr wahrscheinlich merken, dass es urzeittechnisch noch immer sehr düster aussieht. Wir haben es jetzt 3.03 Uhr. Ich mache noch immer hier die Videos am 12.12. am 12.2. Ich bin gerade ein bisschen Laberlaune, deswegen gehe ich doch noch nicht ins Bettchen, sondern mache für euch den nächsten Teil. Und außerdem hat das auch den Vorteil, dass halt wir hier wieder ein bisschen, ja, der Content regelmäßiger vielleicht erscheinen könnte. Bevor wir in ein Match reingehen, habe ich hier noch einige alte Container, die es zu öffnen gilt. Erstmal hier einen einzelnen Ultra-Container. Oh, es ist sogar hier was Lilanes. Schwarz. Dann machen wir mit den zwei weiter und dann gehen wir zu den sechs über. Wieder was Lila ist. Mhm, geil. Ja, ich hab's ja schon im vorletzten Video anklingen lassen. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken für alles. Ich hab's halt in dem Jubiläumsvideo so ein bisschen gemacht, aber was soll ich sagen? Es ist halt, trotzdem schön zu sehen, dass halt einfach nach dieser gesamten Zeit immer mal wieder Leute auch zurückfinden. Das ist vor allem, das freut mich halt, dass man einfach so in Erinnerung auch geblieben ist, dass man ja irgendwie halt so ein Gedanke nach den ganzen Jahren ist und dann schaut man vielleicht, ob da noch irgendwas kommt oder so auf dem Kanal und ist dann erfreut, weil auf einmal was Goldenes hier vor der Tür steht. Weil halt auf einmal man sieht, oh, da wird ja doch noch was hochgeladen oder wie auch immer. Ja, oder auch an die, die halt irgendwie immer dabei waren, gefühlt. Wenn halt nach Monaten Funkstille irgendwas kam, dass man da halt gleich am Kommentieren war, so. Es ist halt nicht selbstverständlich. Und auch wenn halt natürlich jetzt hier wir als kleine Community ja doch sehr klein sind, ist das völlig egal. Ne? Das ist ja nicht so wichtig, wie groß halt so eine Community ist. Ich finde es trotzdem schön, ja? Auch wenn es halt natürlich halt größentechnisch ja das Ganze halt nicht mithalten kann mit so manch anderen Größen auf dieser Plattform, aber das ist ja halt völlig egal. Mich freut es, wenn halt, gut, jetzt in letzter Zeit eher weniger, aber es war ja auch manchmal der Fall, dass halt mich dann halt Leute auf Instagram oder so angeschrieben haben und einfach irgendwie, ja, irgendwie halt dann da drauf gekommen sind und sich einfach mal melden wollten, irgendwie halt einfach ein Danke da lassen wollten. Es ist schön. Ne, es ist, ja. Da möchte ich halt auch mal wieder ein Danke zurückgeben, so an dieser Stelle. Denn es ist halt alles nicht so selbstverständlich. Ne? Ja. Ich wollte es jetzt auch gar nicht so traurig klingen lassen. Ist mir jetzt irgendwie halt so innerlich klar geworden. Das klingt irgendwie so, weiß ich nicht, wie ein Abschied. Es sollte es aber nicht sein. Ich muss ja auch hier wieder mal die Einstellung ein bisschen einstellen. Gehen wir mal hier ein bisschen runter mit dem Sound. Vielleicht müsste ich auch noch andere Sachen einstellen, oder? Nö, es geht schon. Wird schon. Ja, Interface könnte man noch mal ein bisschen runterregeln hier von der Größe, aber das muss uns jetzt nicht aufhalten. Nun, jedenfalls habe ich jetzt auch kein Thema mehr, über was ich reden könnte. Da bin ich jetzt ein bisschen durch. Ich bin auch schon ein bisschen müde, aber ich dachte mir so, komm, jetzt musst du nochmal raushauen. Einfach noch eins. Ansonsten fühlt sich das nicht richtig an. Nice. Das hat sich aber gut angefühlt. Und schade. So, wir kriegen den. Okay, gut, wir kriegen den nicht. Dafür hat ihn ein anderer bekommen. Ist in Ordnung. Das ist völlig okay. Damit kann ich leben. Hoffen wir mal, dass wir hier gewinnen. Denn, das wäre natürlich jetzt an dieser Stelle auch sehr, sehr schön. Ne? Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön.
Ja, das nur mit den Bots, ne? Ich wünsche es mir irgendwie. Also nicht das mit den Bots, also schon auch. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Nein, aber ich wünsche mir einfach für TO, dass das Game, warum auch immer, ja, ist mir völlig egal, welchen Grund das am Ende hat, dass das einfach wieder groß wird von der Spielerzahl her. Das wäre wirklich schön, wieder eine deutsche Community zu haben. Das fehlt mir einfach. Weil, wenn du irgendwie in den Chat schaust, ne, du siehst halt immer wieder dieselben Namen. Es ist langweilig, weil du halt, wenn du nur auf diesen Chat achtest, hast du das Gefühl, diese Community besteht gefühlt aus 10 Leuten. Aber wir wissen doch, dass das mindestens 15 sind. Ja, aber wisst ihr, es wäre schön, wenn das wieder groß wird, ne? Man halt neue Leute treffen kann, also für mich jetzt eher weniger, aber es gibt ja halt doch ab und zu mal den Fall, ne, dass halt sich Leute einfach über TO irgendwie halt kennenlernen, jetzt nicht unbedingt für eine Beziehung, aber vielleicht auch das, ne, aber ansonsten halt irgendwelche Internetfreundschaften oder so, ja, wer weiß. Es wäre schön, so ein Revival nochmal zu sehen des Games. Das ist einfach wieder wie damals ist, ne? Aber halt eben mit den neuen Sachen. Und ich weiß, einige wollen halt das alte TO wieder, weil sie halt natürlich auch mit dem alten TO halt so eine gute Zeit verbinden. Gar keine Frage. Ich hätte aber gerne halt gute Zeit mit dem neuen TO. Einfach auch von der Optik her mit allem. Das Game sieht halt jetzt einfach schöner aus, finde ich. Man kann halt natürlich über den Inhalt streiten, weil das gefällt halt nicht jedem, ist auch in Ordnung. Aber es wäre wirklich sehr schön. Ob das jemals der Fall sein wird, keine Ahnung, aber wenn ich mir etwas zu Weihnachten wünschen könnte, dann wäre es das, ja. Dann wäre es einfach das, dass halt einfach die deutsche Community oder halt TO wieder einfach attraktiver wird, ja, für Gamer. Dass man da einfach sehen kann, so, du kommst halt rein und du hast zig Schlachten und du gehst irgendwie auf die Startseite von Tanky und du siehst so 100.000 Leute sind online. Das wäre wirklich sehr cool. Das wäre wirklich sehr cool. Ob das jemals der Fall sein wird, ich, ja, keine Ahnung. Aber man darf ja wohl noch träumen, oder? Ein bisschen träumen darf man doch noch. Und wenn, ja, dann wäre das irgendwie sehr, 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 sehr schön. Aber gut, wer weiß, ob das jemals der Fall sein wird, ne? Keine Ahnung. Wenn nicht, dann nicht. Aber, ja. Ich glaube, das würde uns alle freuen, oder? Ja, denke ich auch. Das wäre wirklich sehr cool. So eine zweite Generation an Tanky-Spielern, das wäre so, boah. Stellt euch das vor, dann gibt es wieder, naja, ein TS, dann eher weniger. Dann wird es dann halt so ein Discord geben. Also es gibt da einen Discord, aber ich meine einen coolen. Ich meine einen coolen Discord. Aber nee, dann hast du halt einfach so die alte Garde an Spielern, die den kleinen Rookies so sagt, wie es damals war. Wie es damals so war mit dem alten Interface und so. Damals die Chill-Schlachten, ja, Welle und so. Die lauschen dann den Geschichten am Abend. Der alten Säcke. Ach, das wäre doch schön. Ja, so muss das. So und nicht anders. Da gibt's noch Tanky-Treffen und alles wieder, ne? So, das ganze alte Zeug. Genau. Das ist doch das, was wir alle wollen. Ist da jemand Level Up geworden? Herzlichen Glückwunsch, wenn das der Fall ist. Da hat sich aber leider jemand schon die Goldbox geschnappt. Schade. Vielleicht wollte ich auch eine Goldbox. Hast du mal daran gedacht? Hast du mal an meine Gefühle gedacht? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Egoisten, sag ich euch. Egoisten hier alle. Gönnen wir nicht mal 1000 Kristalle. Wissen die eigentlich, wer ich bin? Schade. Wissen die, was ich für die Community getan habe? Okay, gut. Jetzt hör mal auf, du. Hör mal auf. Was soll denn das?
So, wird man hier nicht größenwahnsinnig. Ja, ja, ist in Ordnung. Gut. Nee, also es wäre schon irgendwie schön, aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Na gut, ich schreibe es ja auf den Wunschzettel und vielleicht geht das ja irgendwann in Erfüllung, ne? Wer weiß, wer weiß. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Nein, es wäre irgendwie. Ich würde es dem Spiel auch schon irgendwo gönnen, einfach weil man halt so viel Zeit damit verbracht hat, ne? Da würde ich das einfach dem Spiel gönnen, dass man einfach nochmal so. Nochmal so eine Zeit erleben kann. Es wird wahrscheinlich nicht so wie damals sein, weil es halt einfach, weil nichts an diese alte Zeit rankommen wird, aber naja. Cool wär's halt. So, ich will aber nicht die ganze Zeit darüber reden, wie toll es doch wäre, weil ich glaube, dann fühlt man sich am Ende so schlecht, weil es dann wahrscheinlich doch nicht so sein wird. Ja, deswegen, vielleicht könnte ich ja mal ganz kurz überlegen, was wir denn jetzt noch so ansprechen könnten. Ich weiß, es ist sehr professionell, was ich hier abziehe. Ich hätte mich auch im Vorfeld mal so ein bisschen über das eine oder andere Thema erkundigen können. Aber ich glaube, ich habe damals sowieso nicht mir Gedanken darüber gemacht, was ich so sage, wenn ich mir im Nachhinein so das ein oder andere zufällige Video anschaue. Also das ist ja teilweise richtig, richtig zufällig, was da passiert. Ich erinnere nur an den Biene-Meier-Song, ne? Also da war es mir auch am Ende irgendwie so danach, dass man anfängt zu singen. Auch wenn es dann die Heavy-Metal-Version von Biene Maier ist, dann ist es halt so. Ja, schade. Kein Kill für mich. Ja, vielleicht hier sogar noch ein Assist. Wie viele Leute haben denn eigentlich Schutz gegen mich? 2 Leute, ne? Das ist gut. Das ist sehr gut, dass ich hier nicht so wichtig bin für die Gegner. Scheinbar. Und scheinbar, ach, scheinbar hat das auch nicht gereicht, um den hier nochmal wegzunehmen. 6,15. Puh, dass ich mich hier traue, mit dieser KD zu prahlen, ne? Eieiei. Ich hätte aber auch gedacht, dass ich hier ein bisschen besser mit Hammer abgehe. Aber irgendwie, es fehlt halt so an dem letzten Schuss, ne? Die Leute heilen sich hier einfach. Im letzten Moment heilen sie sich oder mir werden Kills geklaut. Was habe ich denn eigentlich an Assists? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Ist nicht so wichtig hier. So, vielleicht ja jetzt mal hier. Na, natürlich 1900, ja klar. Bloß kein Kill hier, ne? Bloß kein Kill machen. Wäre ja auch zu viel verlangt. Hey, Jemine. Ich glaube, ich sollte irgendwas anderes nehmen. 7,16. Es wird schon ein bisschen besser. Und das Team selber ist ja auch hier recht gut, ne? Guckt euch mal den Score an. Wir haben hier gleich 90 zu 0. Boah, nicht schlecht. Also wenn wir hier die 0 halten können, das wäre ja nochmal richtig cool. Ich glaube... nice. 8,17. Oh, ich weiß nicht, ob ich da wieder hier zurückkomme, ne? Uiuiui, da tut mir aber der Rücken weh, wenn ich das sehe. Puh. Ganz schlimme Zeiten, die auf mich hier zukommen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier so schlecht bin. Vielleicht sollte ich mich aber wirklich mal mehr auf das Spiel konzentrieren. Aber ihr seht es doch selber, ne? Ich gehe doch hier schon auf die Gegner rauf, als gäbe es kein Morgen. Und was kriege ich zurück? Schaden, Schaden, Schaden ohne Ende. Ja, den kriege ich zurück. Aber Kills? Kills? Nee, 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 nee. Bloß nicht. Eine Goldbox wird abgeworfen. Ich habe keine Heilung. Ich bin so gut wie tot. Und da hinten fällt sie. Genau da, wo ich nicht bin. Ich natürlich. Natürlich spawne ich am anderen Ende der Karte. Das kann ich aber wohl vergessen. Schade. Es hätte so gut sein können. Ey, als ob ich dem so wenig Schaden mache. Als ob ich dem Herrn so wenig Schaden... Ach so. Ich Volltrottel. Warum habe ich gedacht... Ich hab gar nichts verdient. Ich dachte die ganze Zeit, ich hätte Hunter ausgerüstet, ne? Ich dachte die ganze Zeit, ich wollte jetzt meinen Overdrive zünden, um die Leute zum Explodieren zu bringen, ne? Ich hab nicht drauf geachtet, dass ich doch hier einfach doch tatsächlich Viking ausgerüstet habe. Ich habe alles verdient hier, ne? Ich habe wirklich alles Schlechte habe ich verdient.
Wer so blöd ist und nicht mal Hunter von Viking unterscheiden kann, ja, der hat auch wirklich gar nichts verdient hier in dem Spiel. Nichts. Kann froh sein, wenn er hier überhaupt eine alte Ecke Brot bekommt oder so, ja. 13:20. Naja, es wird schon besser. Es wird schon besser. So viel Zeit bleibt aber nicht, um hier noch... geil, 14:20. So viel Zeit bleibt aber nicht, um hier irgendwas noch zu verbessern an der KD. Ich glaube nicht, dass ich auf eine 1-0 komme. Naja, aber wenigstens kurz davor. Das wäre schon nicht schlecht. Es wäre schon nicht schlecht, wenn das wenigstens drin wäre. Super. Das ist jetzt aber nicht so gut. Nein, wenigstens noch ein Assist. Ist nicht unbedingt das, was ich... natürlich. 15:21. Aber hey, es könnte auch schlimmer sein. Zum Beispiel 11:0. verdammt. Nur 4:19 auf der anderen Seite. 6:15. Ja. 9:26. Ich glaube, ich bin gar nicht so schlecht. Ist in Ordnung. Ist okay. 40:5. Meine Güte. Was ist denn mit dem falsch? Ah. Ja. Sehr schön. Haben wir nochmal einen hier mitgenommen, in den Abgrund gerissen. Ah, verdammt. Knapp. Schade. Ich bin in Ordnung, wo das hier am Ende nochmal hingegangen ist. Damit kann ich leben, damit kann ich mich verabschieden. Das ist in Ordnung. Das ist gut. Das ist gut. Mehr wollte ich doch gar nicht. Mehr kann ich hier auch gar nicht mehr machen. Da fehlt mir jetzt die Zeit. 3 Punkte sind es noch, die hier gemacht werden müssen. Vielleicht kriegen wir noch einen. Geil. Geil. Naja, nochmal hier 2 Kills mitgenommen. 18:23. Ja, nicht schlecht. Nochmal ein wenig zurückgekommen. Ja, und wir hatten ja auch hier einige mit einem hohen Gearscore. Also ich glaube, ich kann es vertreten hier. Ich kann es vertreten. So, Leute. Ich weiß, das Ganze ist vielleicht hier ein bisschen kürzer an dieser Stelle, aber es ist auch jetzt schon hier 3:20 Uhr. Haut rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht es sogar besser, Renion. Ist ja klar. Sehen wir uns im nächsten Teil? Ja, höchstwahrscheinlich. Sorry. Da müsst ihr nochmal durch. Noch ein weiterer Teil. Also jetzt nicht unbedingt um diese Uhrzeit, aber ihr versteht, was ich meine. Oha. Macht es sogar besser, Renion. Ist ja klar. Haut rein.